Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Guide zu Assassin's Creed Origins. Und zwar geht es heute um den Erfolg Todesopfer. Töte in der Arena einen Bossgegner mit einem Höchstleistungsangriff. Das ist die Voraussetzung. Höchstleistungsangriff ist genau das, wenn unten in der Mitte mal wieder eure Anzeige ganz krass blau am Leuchten ist. Dann könnt ihr ja mit RB, RT oder halt auf der PS4 mit R1, R2 einen sogenannten Höchstleistungsangriff starten und damit müsst ihr halt einen Boss töten. Lohnt natürlich, wenn ihr den schon entsprechend geskillt habt, das heißt also geskillt habt, dass er mehr Schaden verursacht, ist aber nicht wirklich notwendig. Ihr müsst nur einfach den Boss ein bisschen weiter vom Leben her runterhauen. Ihr werdet das gleiche bei mir sehen, dass ich den Boss sogar wirklich richtig weit runterhaue. Ihr kommt an dieser Arena-Kampf, kommt ihr ganz alleine im Storyverlauf. Ne? Also wenn ihr später diese Arena entdeckt, dann könnt ihr natürlich hier auch gegen Bosse kämpfen. Da könnt ihr das ganz genauso nutzen. Aber ich habe gedacht, Mensch, in der Story benutze ich das einfach gleich direkt. Dann brauche ich nicht nochmal in die Arena rein, sondern kann gleich direkt hier halt im normalen Story-Gameplay den Erfolg holen und hebe mir deswegen meine Adrenalinanzeige auf. Ihr seht momentan unten, die ist jetzt fast gefüllt. Jetzt ist er komplett voll. Da steht dann halt RBRT, ne? Aber der hat mir noch ein bisschen zu viel Leben. Ich will auf Nummer sicher gehen, dass ich ihn halt auch wirklich töte mit dem Angriff. Und da sind mir diese zwei Balken momentan noch ein bisschen zu viel. Und jetzt bei einem, ne, anderthalb, ne? Da wollen wir noch ein bisschen was machen wir noch an Damage. So, jetzt passt es. Jetzt sieht das ganz gut aus. Jetzt müssen wir nur noch dazu kommen, dass wir unseren Angriff machen. Ah, da ist er schön. Oh, da ist er richtig schön down. Jetzt haut er uns nochmal einen rein. Wurscht. Gleich schnappen wir ihn uns, wie gesagt, R1, R2 oder RBRT leuchtet ja unten. Wie gesagt, diese Adrenalinanzeige, wenn die gefüllt ist, könnt ihr halt euren Höchstleistungsangriff nutzen. So, den wollen wir nicht, sondern den anderen. Ihn da. So, Höchstleistungsangriff gestartet. Schwert im Bauch, der ist down und da ist auch sofort der Erfolg. Todesopfer freigeschaltet. Mehr braucht ihr dafür nicht zu tun. Also ich würde auf alle Fälle das ruhig im Storyverlauf machen. Genau dann, wenn hier dieser Kampf auf euch wartet. Dann habt ihr zwei Bosse, wo ihr das dann halt auch jedes Mal nutzen könnt, wenn ihr Bock drauf habt. Und das war's. Wir sind durch. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Verpasst ihr kein neues Video mehr. Und ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.